Ja, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Nerim. In der letzten Folge sind wir erfolgreich wieder in Ostian angekommen. In dieser Folge gucken wir, ob Kim und Callisto es auch geschafft haben. So. Ah, da sieh mal einer an. Der Verschollene kehrt zurück. Callisto ist auf jeden Fall da und Kim auch. Gut. Ich habe mir solche Sorgen um dich gemacht. Nur gut, dass du wieder da bist. Wer weiß, was passiert wäre, wenn wir uns wie ein Arschloch verhalten hätten, wie sie jetzt geantwortet hätte. Da wir jetzt wieder vollständig sind, können wir ja weitermachen. Wow, drei Leute. Wir brauchen jetzt jemanden, der den Sprengstoff so platzieren kann, dass die Sprengung auch abläuft, wie wir das wollen. Das ist etwas anderes, als ein kleines Pulverfästchen irgendwo hinzustellen und zu zünden. Wir brauchen das also gar nicht erst zu versuchen. Zumal wir nur einen Versuch haben werden. Laut unseren Informationen lebt in der Wüste ein Mann, der das machen könnte. Er scheint so eine Art Einsiedler zu sein, ein eigenartiger Kauz, was weiß ich. Man sagte mir, dass er nicht mit dem Tempel zusammenarbeitet, und ich denke, wir können dem vertrauen. Ihr werdet zu ihm gehen und ihn überreden, uns zu helfen. Ja. Er heißt Gabor. Wie ich hörte, hat er eine sehr seltsame Art, ist aber an sich nicht gefährlich. Passt aber trotzdem auf. Ein Sprengstoffmeister nicht gefährlich ist. Fakt ist jedenfalls, dass wir ihn unbedingt brauchen. Also tut alles, damit er sich uns anschließt. Ja, wie auch immer. Ich und Kim werden uns in der Zwischenzeit einen Plan ausdenken, wie wir neugierige Augen von der Statue ablenken können, um den Sprengstoff zu platzieren. Gabors Behausung markiere ich euch auf der Karte. Ja, tu das. So, was ich gerade gesehen habe, allein schade. Ja gut, das ist, ja, wir nehmen es einfach mit, aber das ist leider nur eine leere Flasche. So, können wir jetzt nochmal mit Viel Kim Glück reden. Beim Bombenbastler. Ja, gut. Lass dich nicht wegsprengen. Aha, aha. Hurtig, die Zeit arbeitet gegen uns. Ja, und das Schicksal auch. So. Wir begeben uns dann jetzt zum Bombenbauer, würde ich mal sagen. Und der Bombenbauer wohnt, der Profi, da. Gut, 180 Grad Wendung in die Richtung, Pferd rufen und dann los, würde ich mal sagen. Das Pferd ist auch da, okay. Und wir sitzen auf. So, da müsste immer noch die Vermögensbegrenzungsbehörde sein. Ich fand's zu lustig. Naja, hier wieder den Weg, den wir genommen haben, um diesen Agenten von uns, vom Orden da irgendwie zu treffen, wo Callisto sie dann umgebracht hat. Hier wieder irgendeiner dieser dämlichen Verkündungsdinger. Okay, wir reiten dann jetzt mal da, wo die Spinne ist, lang. Ja, bekämpfen werde ich die jetzt nicht. Das ist mir wirklich zu blöd eigentlich. Ja, ist schon in Ordnung. Und jetzt nochmal ein kleiner Test, ob die Schwierigkeit immer noch auf 100 steht, weil die... Ja, okay. Mir ist es schon häufiger passiert, dass die einfach runtergeht. Auf 0. Und das verstehe ich nicht. Finde ich auch ein bisschen blöd. Weil das sehr verwirrend ist eigentlich. Nein, du sollst nicht absteigen. Okay. Idiot. Da hinten haben wir wieder eine Spinne. Nee, sind nur Pflanzen. Okay. Ach so, Fackeln. Okay. Und hier haben wir eine Mine oder irgendwas. Das sieht doch mal interessant aus. So ein bisschen. Ja, du kannst auch gerne absteigen, Pferd. Kollege, danke. Okay, und wir gucken jetzt mal, was hier ist. In der Mine Ystrid. Hier sehen wir auch das Zwergen... Dicke... Wie heißt dieses Schiff? Ich hab's vergessen. Ah, Goblin, geil. Goblins, lange nicht gesehen, Kollegen. Ja, irgendwie will ich jetzt hier einen Kollegen nennen. Wüstenkreatur? Das sind Goblins. Goblins mit ein bisschen andersfarbener Haut vielleicht. Wie hat er das gemacht? Das wär's jetzt, wenn er uns töten würde, aber das schafft er auch nicht. Ist das Ding vielleicht Trollkeule? Nicht schlecht. Und du hast nur unsere Silberpfeile. So können wir hier rasten. Nein. Können wir vor die Tür gehen und da rasten? Nein. Scheiße. Okay, dann wieder rein. Die Tür sieht auch ein bisschen komisch aus. Aber egal. Wir gucken jetzt mal... Ach, ein sehr leichtes Schloss und da ist... Ja, okay. Und da ist so ein Ring zum Öffnen dran. So, können wir hier rasten? Nein. Ich weiß echt nicht, wo das liegt. Und wir schießen einen Pfeil und wir schießen... Nee, den nicht mehr. Ah, das war ein sehr guter Treffer. Und das Teil hat sich selber umgebracht. Wow, bist du dumm. Wir nehmen den Dings und...
können rasten, okay, das heißt, in den nächsten paar Metern wird keine Wüstenkreatur uns auflauern. Das ist schon mal gut. Und da ist dann doch die nächsten beiden, das sind zwei. So, wir schießen den einen ab. Und der andere sieht uns nicht. Doch, sieht er uns. Schade. Ist auch ein Schütze. Das heißt, mit ein bisschen Glück schießt er auf seinen Kollegen. Ah, jetzt nicht mehr. Oh, er hat uns getroffen. Der hat einen vergoldeten Reiterbogen. Warum hat jetzt jeder einen vergoldeten Reiterbogen? Auch wenn es nur eine Wüstenkreatur. Warum können Wüstenkreaturen überhaupt schießen? So, und jetzt müsste er aber tot sein. Ja, genau. Du hast ein bisschen unsere Pfeile bei dir wieder. Hier haben wir ein bisschen Eisen. Okay. Eisenerz. Ist sonst hier noch irgendwas? Nein. Nur das Viech, das unseren... Ach nee, fester Kampfbogen, genau. Oh, der sieht gut aus. 49 Damage. Wir können auch gleich mal unsere Waffen reparieren. Fällt mir gerade wieder ein. Da. Okay. Ich habe gerade auch gesehen, dass wir noch eine andere Rüstung bei uns haben. Ach so, das ist dieses Arena-Scheißteil. Okay. Dann gucken wir jetzt mal wegen dem festen Kampfbogen. 49 Schaden. Oh yeah, das Teil ist geil. Definitiv besser als unser Bogen. Unsere Bögen. Zum Glück habe ich ja auch ein paar Verzauberungssachen da gelassen. Haben wir da irgendwie einen richtig geilen außer denen? Wüsste ich dir, das sind Dings. Okay, dann würde ich sagen, feiner Eissaphir wenden wir mal auf das Teil ein. Oder feiner Feuerrubin. Was haben wir denn? Wir haben... Ja, okay, wir werden den behalten, dann werden wir jetzt auf den hier Feuer anwenden und Feuer einfach verkaufen, den alten Feuerbogen. So, auf den festen Kampfbogen und wir nennen dich... Ich glaube, Feuer war stärker als Feuer. Erwartet aber nicht zu viel von mir, ich spiele diese Spiele eher selten. Und das letzte Mal, als ich ein Final Fantasy Spiel gespielt habe, ist auch ein bisschen her. So, ja. Der Bogen ist jetzt gut. Pack ihn mal aus, danke. Sieht aus wie unser vergoldeter Reiterbogen, aber der hier ist mächtiger. Eterna-Pfeile, geil. Okay, das war auch der Köcher. Ich dachte, wir hätten das Fass ausgewählt irgendwie. Habe ich mich aber gehört. Der automatische Versuch wird wahrscheinlich scheitern, aber wir versuchen es trotzdem. Okay, neuladen, bitte. F9, danke. Und wir rüsten mal, wir haben ja ein Schlüsselmeister-Ding. Genau. Und werden es nochmal versuchen. Ja, da unten seht ihr auch unsere Fertigkeit. Normalerweise ist die irgendwas, was war das, 11 oder sowas und mit dem Ding wird es 24 oder irgend sowas. Ach nee, umgekehrt. Egal. Wir rüsten wieder den Scharfschützen oder das Scharfschützen-Amulett aus. Und marschieren weiter, tiefer in diesen von Wüstenkreaturen bzw. eher Goblins verseuchten Dungeon. So, unser Bogen macht jetzt mehr Schaden. Ja, okay, doch, ist schon gut, dass wir einen Schaden machen. Dann ist gleich der nächste und er hat uns hoffentlich noch nicht gesehen. Ja, doch, wobei, ja gut, das sieht noch nicht so schlecht aus. Wir gehen sofort in Schleichposition und versuchen ihn... Ja, okay. Der hat uns wohl nicht gesehen. Verdammt. Verdammt. Aber der hier. Genau. Und er versucht da durchzukommen und schafft es nicht. Und wir stellen uns hier wieder hin und er versucht leider nicht noch mal auf den Weg, sondern läuft direkt hinter uns irgendwie und wir treffen die Schienen. Oder so. Egal. Können wir ihm jetzt... Ja, wir nehmen ihm einfach mal alles ab. Und dem hier auch. Und das sieht pervers aus. Egal. So, was können wir weglegen? Erstmal Kettenbeinschienen, würde ich sagen. Und dann die Ketten nehmen wir euch auch mit. Und wir gehen immer noch nicht weiter, denn wir sind immer noch zu schwer belastet. Dann werfen wir den Eisenhelm weg. Die Darmschuhe brauchen wir noch. Mithril werfen wir nicht weg, weil Mithril leicht ist und viel wert. Haben wir irgendwas an Waffen? Ja, eigentlich die Trollkeulen. Warum habe ich die bloß eingesammelt? Egal, wir gehen weiter. Und da haben wir gleich den nächsten Schützen. Vielleicht hat er nochmal so einen geilen Bogen. Denn... Dann... Verzaubern wir den mit Eis und dann haben wir zwei geile Bögen. Wir treiben erstmal wieder da hoch zurück. Dann können wir auch den Kristallbogen der Frostwinde verkaufen. Ja, das ist nochmal so einer. Ja, ich glaube, der hat uns auch sogar noch gewinkt. Ja, in den letzten Sekunden seines Lebens. So, jetzt gucken wir mal. Also der
Ja, das ist dieser feste Dingsbogen und wo ist unser, genau, Kristallbogen macht 42 und halt Frostschaden, ja, viel besser. Dann würde ich sagen, wir nehmen unseren feinen Eissaphir und verzaubern den festen Kampfbogen. Erstmal. Und dann haben wir zwei richtig geile Bögen und zwei Bögen, die wir verkaufen können. So, jetzt geht's erstmal hier lang, wieder in Schleichposition. Ist hier eine Falle gewesen? Hallo? Was ist denn jetzt passiert? Wo kam der her, bitte? Ja gut, wir waren halb tot, aber... Wo kam der her? Ich hab den überhaupt nicht gesehen. Komisch. Hier können wir noch nicht rasten, das heißt, wir gehen jetzt wieder ein paar Schritte zurück und in der nächsten Folge kümmern wir uns um den verbliebenen Goblin. Bis dahin, ciao.